In diesem Video werden wir Minecraft versuchen durchzuspielen mit den FOV-Settings 30. Falls ich dabei sterben sollte, endet das Video. Was haben wir für eine Welt? Okay. Seht ihr, zum Glück habe ich den F5-Modus, jetzt mein Keybind, der auf R liegt, abgeschaltet. Weil, Bro, ich drücke da automatisch R, um mich zu erkunden, wo hier was ist. Aber das muss ich mir jetzt abgewöhnen. Also abgewöhnen, ich kann es gar nicht machen. Ja, nu. Okay, erstmal Ressourcen sammeln und dann hoffe ich, dass wir in der Nähe ein Dorf haben. Im Vergleich zur letzten Challenge können wir jetzt den Pie-Chart benutzen, weil ich ihn sehen kann. Aber da war nichts in der Nähe. Oh, man. Okay, ich mache nachher meine Sichtweite größer und dann ist da vielleicht was. Vielleicht haben wir dann was. Ich habe Sichtweite maximal 32 und wir haben hier 32 Chunks umgeben, kein Dorf. Finde ich nicht so gut, Spiel. Soll das? Das ist ätzend. Ich will nicht Jahre verbringen, nur weil ich nichts finde. Soll das? Naja, erstmal Flint holen. Danke. So. Ich habe einfach nichts in der Nähe, Mann. Das ist so belastend. Wisst ihr, das intelligente Zwerg auf einen Baum zu gehen? Mal schauen, wo Flachland ist, weil da ist meistens generiert es ja. Oh, man. Dschungelbiom. Wen willst du verarschen? Okay, das ist natürlich L. Das ist natürlich L. Und lass mich mal raten, wir gehen zum Runate Portal. Dort hinten. Ich habe ein Schaf gehört. Pause. Pause. Wo ist das? Hä? What the fuck, Jungs? Haben wir hier Kohle? Ja. Danke. Alright, bye. Jesus. Hier ist das Schaf. Ja. Nur eins? Zwei. Gut. Wir haben ein Bett. Ich kann die Nacht skippen, während wir uns hier safe spielen. Wie bereits gesagt, es ist ja nicht mein Ziel zu sterben, weil ich blöd spiele. Aber wenn ich sterbe, ist die Challenge vorbei. Das will ich ja nicht. So. Hä? Die Spinne hat mir bis hierhin gefolgt. Ist sie dumm? Naja. Das Interessante ist, dass mir jetzt auffällt. Und das obviously. Ich hole mir Eisen hier unten, weil Real Talk, ich kann's. Was mir auffällt, das ist eine optische Täuschung. Im FOV30 sieht alles näher aus, als es eigentlich ist und sein sollte. Logischerweise, wie bereits gesagt. Hä, wo ist mein Crafting Bench? Ich vergiss jedes Mal, jede Challenge. Wieso? Hä, wie dumm. Hab mir noch mehr Eisen, bitte. 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 Ich brauche nicht mehr so viel mehr. Spiel. Was soll das? Ja. Ein Stück, ja, das reicht. Eigentlich nicht, ich will mehr. Oh man. Okay, die Classic Eisentools. Eisenspitzhacke. Eimer. Und Flint. Also für Flintsteel. Vielleicht mit schwarzer Wolle. What the hell? Ein bisschen mehr Kohle. You might never know. Weil ich will Safe Food haben, bevor ich in Äther gehe. Weil ich weiß, das wird ein Problem sein. Weil es kein Speedrun. Deswegen spiele ich das Ganze safe. Simple. Kostet mich zur Zeit, aber ist mir klar. Das war mir sowieso klar. Hier ist mein Crafting Bench. Wie lost? Brauche ich jetzt nicht. Also das ist. Aber eine Sache wollte ich mir trotzdem craften. Dafür brauche ich viel Holz. Deswegen habe ich mir vorhin auch den Ofen gecraftet. Den Smoker. Simple. Der ist schon dunkel. Oh man. Was ist das? What the fuck? Krass. Okay, was hast du? Fire Charge. Okay. Zwei Obsidian. Aha. Smite 5. Bruh. Und zwei Goldstücke. Okay. Eins, zwei. Ja, das wird nix. Daraus wird kein Netherportal. Ja, ne. Aber erstmal schlafen, weil ich keinen Bock auf Monster habe. Dann habe ich dort ein Shipwreck gesehen. Das ist das rechtliche Eisen vermutlich. Und dann ein paar Tiere töten. Ja. Emeralds nehme ich mit. Vielleicht finden wir trotzdem Dorf, aber glaube ich nicht. 8 Eisen zusätzlich. Not bad. Danke, Spiel. Ja, High Protection sage ich nicht nein dazu. Auch wenn es nur ein Lederhelm ist. Craften uns schon mal die zwei Goldbahnen, weil ich brauche da Protection Meter. Wenn wir Glück haben, ist die Buried Treasure sehr nah. Holy shit, ist sie. Die wird geholt. Die werde ich mir holen. Ich sage hier auf der Insel. Perfekt. Optimal. Besser kann es ja nicht sein. Alright, 9-9. Tja, ich liebe Buried Treasures. Weil diese Schatztruhen, die droppen so geilen Loot, das ist unbelievable. God damn it. Alright. Jetzt mache ich mir einen Golden Boots. Und vom Rest her crafte ich mir goldene Karotten. Weil Food huge ist. Ist einfach so. So eine Sache. So ein Fact. Alright, jetzt craften wir uns die restlichen Eisentools, die ich brauche. Axt und Schaufel. Jetzt weg mit den Steintools. Die jucken keinen mehr. Und weil ich es kann, ein Diamantschwert. Dann kommt das Goldschwert weg. Die behalte ich, weil ich im Nether dann genug Blöcke bekomme. Ich weiß es. Zack, zack. So, jetzt crafte ich mir ein Shield. Und eine Brustplatte. Alright, das war's. Nice, easy. Alright, jetzt haben wir erstmal ein bisschen Essen. Digga, die Kühe sind so schwer zu treffen, was soll das? So, not bad. The amount of food.
Ist eigentlich genug Essen. Re-Rap. Oh Gott. Mixed Food Challenge, Digga. Schaut euch an. Schade, dass wir kein Dorf in der Nähe haben. Das brauche ich. Für Pfeile. Ich scanne nochmals. Aber das ist schade. Dorthin ist safe ein Dorf. Holy shit, guaranteed. Ich gehe dorthin. Weil es ist Flachlandbiom. Damn, wir können diesen Fire Protection Helm wegwerfen. Und weil wir es noch safer spielen können, hole ich mir jetzt bei den Kürbissen dort hinten einen Kürbiskopf. Verstehe? Weil dann, falls ich aus den Enderman anschaue, passiert mir nichts. Hätte ich das Leder nicht weggeworfen, hätte ich mir ein Leder. Ah, ne, hätte ich nicht. Scheiß drauf. Ich wollte sagen Sattel, aber das kann man ja nicht. Ein Sattel geht nicht. Ich werfe die Schere mal noch nicht weg, wer weiß. Vielleicht werde ich sie brauchen. Okay, erstmal noch ein bisschen mehr Food, weil ich es kann. Naja, das ist verbrannt von dem, wie bad. Na, hier kann vielleicht doch kein Dorf sein, weil es jetzt so scheiße ist. Das. Was soll das? Nein, ups, das habt ihr nicht gesehen. Boss, sorry. Ich wollte Sichtweite hören, um zu rendern, ob hier etwas in der Nähe ist beim Pie-Chart. Das zählt nicht als gefehlt. Tut nicht so. Imagine. Fuck. Fall Damage. Imagine, ich wäre hier runtergefallen. Das wär's, gell? Das wäre sehr, sehr lustig. Aber das sieht mit Potential Lava-Quelle aus. Aber das ist mir zu riskant. Na, wir gehen jetzt unten hin, wenn ich hier kein Ruined Portal erblicke. Ja, das ist keins, schade. Alright. Das ist schlecht. Ich kann die Höhen gar nicht abschätzen. Das ist so bad zum Teil. Lava-Quelle gespottet. Neta nach 21 Minuten plus. Valid. Für mich selber. Okay, ich war mir kurz unsicher, ob ich das Portal so richtig baue. Aber das sollte jetzt eigentlich klappen. Ja, nice. Alright. Neta. Not bad, das Inventar, glaube ich. Behaupte ich. I don't know. Keine Ahnung. Ach, egal. Imagine Instant Fortress. What the fuck? Was? Ich habe doch nur Imagine gesagt. What the hell? Oh mein Gott, wie krass. Ja. Holy shit, wie huge. Okay, erstmal Portal notieren. Wie immer. Alter, ich erspart mir so viel Zeit. Das ist unbelievable. Das ist so heftig. Wo sind die Blazes? Give me them. Alter, scheiß drauf, was war denn das? Habt ihr gesehen? Die Hölle. Einfach die Hölle. Die machen viel zu viel Damage. Eine Blaze Rod? Nice. Ich helf dir, Bro. Ich helf dir. Kill du den. Ich gönn dir Kill. Ha! Bester Mann. Jungs, ihr verarscht mich doch. Ich will einen Blaze Spawner. Kommt schon. Es fehlt genug. Ich habe genug Probleme damit, Blaze Spawner. Ich weiß es. Hä? Es ist so eine scheiß Fortress. Ich weiß nicht, wo der Blaze Spawner ist. Oh Gott. Hier ist ein Warp Forest. Ja, wie geil. Aber trotzdem, wo ist Blaze Spawner, Mann? What the hell is happening? Hier war ich ja schon alles. Hey. Hä? Ich bin lost. It is what it is. Dort ist ein Blaze Spawner? Wie kommt man da hin, Spiel? What the actual fuck? Houston, we might have a problem. Was soll das? Wieso ist das abgesperrt? Ja, dass ich das mit dem Holzblocker blocke, ist auch so dumm. Ich bin dead.